2019 war für mich gefüllt mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und natürlich auch mit haufenweise Arbeit. Das Jahr begann mit einigen Veränderungen. Der Umzug in meine alte Heimat stand an. Für mich hieß es zurück in gewohnte Umgebung, zur alten Arbeit, alten Bekannten und natürlich auch zurück zu alten Freunden und wenn nicht sogar am wichtigsten, zurück zur Familie. Doch eines blieb trotz der Veränderungen um mich herum immer gleich. Die Motivation und die Arbeit, welche ich tagtäglich mehr denn je in mein Hobby investierte, YouTube-Videos zu produzieren. Mit Hilfe dieses Hobbys habe ich nie versucht, die große Masse zu erreichen, sind wir mal ganz ehrlich. YouTuber zu werden ist so ziemlich der Traum eines jeden, welcher anfängt. Am Anfang natürlich noch sehr laienhaft mit Hilfe von 10 Euro Mikros und Windows Movie Maker. Videos in erster Linie für sich zu produzieren. Von dem Traum, damit irgendwann mal seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können und sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was einen erfüllt, ist man in dem Moment noch mehr als nur einen Sprung weit entfernt. 2019 steckte voller riesiger Veränderungen, welche ich bis heute wohl noch nicht ganz so realisieren konnte. Die ausschlaggebendste Veränderung habe ich wohl aber CEO zu verdanken. Ohne ihn und sein Format, auf welches ich durch Jakob, einem treuen Zuschauer, gestoßen bin, wäre ich heute wohl nicht da, wo ich jetzt bin. Er hat für mich den Stein ins Rollen gebracht und gab mir Hilfestellungen dabei, meine Community zu erweitern. Darauf ging für mich alles so unfassbar schnell, eins folgte auf das andere und irgendwie blieb mir keine Möglichkeit oder Zeit, einfach mal durchzuatmen. Die Zahlen stiegen und ich war, nachdem ich jahrelang für eine eingeschworene Community Videos produzierte, an dem Punkt, wo mir statt meiner bis dato 2000 Zuschauer einfach mal 10.000 Leute zu sahen. Von 10.000 auf 20.000 ging es dann auch schneller als gedacht und ich erinnere mich noch, wie ich gesagt habe, die 20.000 Abonnenten am Ende des Jahres zu erreichen wäre mein Ziel, um das Jahr für mich erfolgreich abschließen zu können. Dass ich sie am Flughafen erreichen würde, als ich auf dem Weg zu meiner Gastfamilie in St. Louis war, hätte ich halt überhaupt nicht gedacht. Ich war in Amerika und konnte die Geschehnisse nur aus der Entfernung beobachten. Von Erholung konnte man bei den Ereignissen wohl kaum sprechen. In Gedanken war ich irgendwie trotzdem zu Hause in Deutschland, bei meinem Kanal und bei den Videos. Dass ich zurück nach Deutschland komme und die 200.000 Abonnenten erreicht haben könnte, war für mich wohl am surrealsten. Diesen Sprung habe ich natürlich einigen Leuten zu verdanken. Ohne ihre Reactions oder auch Videos über mich wäre es wohl nie dazu gekommen, dass ich jetzt am Ende des Jahres auf eine Community blicken kann, welche schon über 600.000 Leute zählt. Ich habe im Prinzip nichts anders gemacht, als ich es vor Jahren schon gemacht habe. Ich bin halt einfach nur ein Typ, der zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt und mit sich selber quatscht. So blöd sich das auch anhört, aber es blieb halt alles beim Alten eigentlich. Der Kanal Varion und auch die Persönlichkeiten, welche ich damit versucht habe zu erschaffen, in all seinen Formen, sei es jetzt Günther, Manfred, Harald oder Sieglinde und viele mehr, sind für mich nur Charaktere, welche zur Unterhaltung dienen. Hinter Varion steckt nach wie vor einfach nur ich, Flo. Ich bin halt ein Typ, wie jeder andere auch so, also völlig normal eigentlich. Auf einmal sprechen mich Leute auf der Straße an und gratulieren mir zu meinem Erfolg. Jetzt ist es nicht mehr nur das YouTube-Ding, was mal beiläufig erwähnt wird, wenn die Frage nach meinen Hobbys kommt. Plötzlich ist es eine Riesenmöglichkeit, mehr aus dem zu machen, was ich schon jahrelang als kreatives Ventil nutze. So Leute, zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte persönlich hier verlieren sozusagen. Ich möchte mich natürlich nochmal bei CEO ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich bei Kevin aka Papa Platte bedanken dafür, dass du so krass auf die Videos reacted hast. Ich möchte mich bei dir Simon bedanken dafür, dass du mich so in den Livestreams supportet hast und mir auch privat geholfen hast mit hier und da ein paar Dingen. Viele wissen es nicht, aber drumherum muss auch viel passieren, wenn man YouTube hauptberuflich machen möchte. Dann möchte ich mich natürlich bei meiner Familie bedanken, bei meinen Freunden, sei es jetzt meine privaten Freunde oder den Jungs von Empire. Vielen lieben Dank an euch. Dann möchte ich mich natürlich bei meinem Bruder bedanken, der mich im nächsten Jahr hier auf dem Kanal so ein bisschen im Hintergrund wahrscheinlich unterstützen wird, weil alles momentan ein bisschen viel ist alleine. Und ich möchte mich natürlich bei euch bedanken dafür, dass ihr so krass mich supportet habt dieses Jahr. Das ist Wahnsinn. Also ich bin immer noch nicht so krass darüber hinweg, wie krass so die Aufrufzahlen und die Likes und die Kommentare und auf Facebook-Seiten und WhatsApp-Gruppen, wie oft ich da geteilt wurde. Ich kriege so viele Nachrichten, dass wirklich die komplette Familie mich guckt und das ist irgendwie cool. Also das muss man erstmal schaffen, dass sich so diese ganze Familie unterhalten fühlt. Da bin ich sehr, sehr dankbar und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder so sehen und ja, ich ein paar coole Sketche für euch rausdrücken kann sozusagen. Ich wünsche euch ein angenehmes restliches Jahr. Habt Spaß, ja, seid lieb zueinander, genießt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden und dann würde ich sagen, rutscht gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann nächstes Jahr in alter Frische. Bis dann, tschüss.